herzlich willkommen, Herr Hoffmann. Freut mich, dass Sie bei uns auf der Weide sind. Gerne. Fangen wir gleich an. Und zwar, wir haben Fragen gesammelt von unseren Zuschauern. Beginne ich gleich mit der ersten. Wie lange müssen wir noch warten, sagt Hubert, bis es endlich eine Lösung zur Bejagung des Wolfes gibt? Ob so lange gewartet wird, bis die Tierhalter aufgeben? Ja, ich hoffe nicht. Also wir haben uns schon im Deutschen Bundestag bei den Freien Demokraten dafür eingesetzt, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt. Der Antrag ist leider gescheitert und abgelehnt worden von den anderen Fraktionen. Aber wir werden in der nächsten Legislaturperiode das nochmal probieren, weil wir glauben, dass nur ein echtes Wildtiermanagement hier der Sache gerecht wird. Katrin, wie stellen Sie sich Landschaftspflege und den ökologischen Landbau zukünftig ohne Weidetiere vor? Ich kann es mit meinem Gewissen und meinen Gelbolden nicht mehr lange vereinen, dass meine Tiere vom Wolf bestialisch umgebracht werden, und werde mit der Tierhaltung aufhören, wenn das so weitergeht, dass jeden Monat ein Nutztier in der Umgebung dem Wolf zum Opfer fällt. In Südbaden sind wir Gott sei Dank noch nicht ganz so weit, aber hier ist die Weide, die Landschaft ist geprägt von der Weide und dem Wald. Und Wolf und Weide vertragen sich einfach nicht. Das muss man einfach mal klar sehen. Und gerade bei uns hier im Südschwarzwald haben wir super steile Hänge. Da ist eigentlich eine Zäunung fast nicht möglich, beziehungsweise dann fällt ein Baum drüber und so weiter. Das ist eigentlich nicht realistisch machbar. Deshalb müssen wir ein klares Managementplanung haben jetzt für den Wolf. Das heißt, es muss Gebiete geben, wo der Wolf willkommen ist, wo er aber nur geduldet ist und wo er eben auch nicht sein darf. Und das lässt sich ganz gut machen. Wir haben das zum Beispiel beim Rotwild in Baden-Württemberg ja auch. Es gibt Rotwild-Kerngebiete, da sind die willkommen. Aber es gibt andere Gebiete, da werden sie nicht geduldet. Da werden sie eigentlich geschossen von den Jägern. Und das lernen die Säugetiere sehr, sehr schnell, wo es gefährlich wird für sie und wo nicht. Also man kann sowas machen. Die Meldungen häufen sich, dass Wölfe Ansiedlungen und Menschen... Was ist denn du, Ratte? Das geht jetzt nicht. Okay. Die Meldungen häufen sich, dass Wölfe Ansiedlungen und Menschen immer näher kommen. Reiter werden von Wölfen verfolgt und Gassigänger werden von Wölfen begleitet. Ist das akzeptabel? Beziehungsweise was wird dagegen unternommen? Nein, es ist eigentlich nicht akzeptabel. Wir haben ja auch gesehen in Corona, dass es ganz gut ist, wenn wilde Tiere und Menschen auseinander sind. Das gilt im Übrigen eigentlich auch für die Haustiere. Die hat man ja auch in Ställe gemacht und hat sie nicht im Wohnzimmer in aller Regel, weil auch da eben Krankheiten überspringen können. Also deshalb ist immer eine gesunde Distanz sinnvoll. Aber es ist natürlich auch so, dass Säugetiere ganz schnell ihre Distanz verlieren, wenn sie keine Angst mehr haben müssen vor dem Gegenüber. Also wenn sie keinen Respekt mehr haben. Und der Respekt kommt natürlich einerseits zum Beispiel durch Jagddruck oder eben auch durch andere Maßnahmen, Zäunung etc. Und es ist nicht akzeptabel, dass wir Wölfe in unseren geschlossenen Ortschaften haben. Nächste Frage von einem Zuschauer. Warum muss einzig Deutschland so eine hohe und noch weiter steigende Wolfsdichte ertragen? Ja gut, man geht natürlich im europäischen Naturschutzrecht davon aus, dass eine gesicherte Wolfspopulation sinnvoll ist und Sinn macht. Das mag ja auch sein, aber wir brauchen das nicht in jedem Bundesland extra. Und wir haben in Deutschland schon in Niedersachsen und in Brandenburg eine recht hohe Wolfsdichte, die höher ist wie in Finnland. Also da muss man sich schon fragen, wie weit will man eigentlich noch gehen? Das macht eigentlich kaum mehr Sinn. Deshalb muss man eigentlich, und das ist ja auch Voraussetzung, dass der Wolf ins Jagdrecht kommt, dass diese gesicherte Population bescheinigt wird. Herr Hoffmann, nächste Frage. Wann wird endlich auch die ländliche Bevölkerung, Klammer auf, die Nicht-Weidetierhalter in die Diskussion einbezogen? Na ja gut, wir haben ja schon die Debatte überall und das Problem ist ja ein bisschen ein Stadt-Land-Problem. Also die Menschen in der Stadt finden den Wolf ganz nett und vielleicht auch ganz süß und sagen, na ja gut, der muss auch seine Berechtigung haben in der freien Wildbahn. Das ist ja aus der Stadt ganz nett, aber die Leute, die draußen wohnen auf dem Land, die Weidetiere haben, die haben das Problem. Und gerade in Südbaden, Beispiel Münstertal, da haben wir ja auch das Thema, dass die Offenhaltung der Landschaft durch Weidetiere, Ziegen, Schafe etc. passiert, alles auf Steilhängen. Und es sind keine Profi-Landwirte, die das machen, sondern sind eigentlich Nebenerwerbslandwirte. Und die geben alle auf, sobald die ersten Wolfsschäden haben. Beziehungsweise jetzt wird im Augenblick natürlich, weil das Förderprogramm so toll ist, werden Zäune gebaut. Und diese Zäune schließen natürlich alle anderen Tiere auch aus. Und das macht dann auch wieder keinen Sinn. Das ist ja auch nicht gerade für den Naturschutz. Und wenn man mal eine Kostenträgerrechnung machen würde in Baden-Württemberg pro Wolf, da kämen Millionen raus. Und es ist meines Erachtens auch eine echte Geldverschwendung. Es macht mehr Sinn, wenn schon einzelne Risse auftauchen, dass man die Leute großzügig entschädigt,
anstatt man den ganzen Zirkus macht mit dem Zaunbau etc. Aber wir müssen insgesamt die Wolfspopulation auf einem verträglichen Niveau halten und wie gesagt auch eine Zonierung machen, wo der Wolf willkommen, geduldet oder nicht geduldet ist. Wann wird an die massive Gefährdung und Beeinträchtigung der Grundrechte von Hundehaltern, Freizeitreitern und Spaziergängern gedacht? Na ja gut, wir denken da schon immer dran, aber da muss ich mich jetzt nicht hier, muss ich mich nicht ärgern. Wir denken auch an dich. Also wie gesagt, das ist nochmal, dieses Management ist im Mittelpunkt und das müssen wir einfach jetzt auch machen. Das ist eigentlich Aufgabe der Politik, das zu machen. Und wenn es nicht gemacht ist, versagt die Politik. Sie haben vorhin das Münstertal angesprochen. Eine Frage aus Münstertal. Meine 11,5 Hektar Flächen im Münstertal sind zu 95% am Hang, zum Teil sehr steil. Davon sind ca. 3 Hektar Wiese und Winterfutter zum Erzeugen. Die anderen Flächen sind Parzellen zum Weiden. Meine Frage an die Politiker. Ich habe einen Wolfsabwehrzaun fünfdrahtig beantragt und bewilligt bekommen, aber ist noch nicht erstellt. Von meinen über 11,5 Hektar im Münstertal sind laut Berechnungen des Bestandes der Kälber und Ziegen ca. 5,5 Hektar für die Einzäunung berechnet worden. Was ist aber mit den anderen Flächen, wo ich nicht einen wolfsabweisenden Zaun bauen kann oder darf? Ja gut, die Frage kann man eigentlich nicht beantworten, weil die Antwort liegt schon in der Frage. Es ist nichts mit den anderen Flächen, ja, das ist das Problem. Und nochmal, also wir kommen immer wieder zum selben Thema zurück. Wir brauchen ein klares Management für den Wolf und da fehlt es komplett. Wir können nicht nur sagen, wir lassen den Wolf einfach unkontrolliert kommen, sondern wir müssen da eine klare Vorstellung haben, wo und wie das passieren soll. Und wie gesagt, es kann auch nicht ohne Limit sein. Das würde immense Schäden verursachen. Und wir brauchen ja auch die Weidetierhaltung hier in Südbaden. Okay, jetzt haben Sie das erste Mal ein Interview, mit dem Sie, wo Sie mit einem Lama kämpfen müssen, aber das gehört dazu. Nächste Frage. Wird in Deutschland die Weidetierhaltung dem Rewilding geopfert? Also ich glaube, wir können uns das nicht leisten, weil wir haben zum Beispiel auch Dämme, die eigentlich nur gepflegt werden können, sinnvollerweise mit Schafbeweidung. Und wenn sie das aufgeben, dann werden die Dämme sich nicht mehr halten. Das wäre für den Küstenschutz eine Katastrophe. Also nochmal, wir müssen zurückkommen, dass wir einfach Zonen haben, wo der Wolf geht und wo der Wolf nicht geht. Ich weiß, ich haue immer in dieselbe Kerbe, muss aber trotzdem die Frage stellen. Laut einer Studie im Auftrag des BfN soll Deutschland Platz für 700 bis 1400 Rudel haben. Dabei sollen im Schwarzwald mindestens 100 Wölfe plus leben können. Wollen Sie das der Bevölkerung wirklich zumuten? Also ich will es der Bevölkerung nicht zumuten. Wir sind eigentlich ganz gut ausgekommen ohne den Wolf bisher. Auch der Tourismus kommt ganz gut aus ohne den Wolf. Ich glaube, dass wir uns da eher schaden. Und unsere Altvorderen haben auch nicht umsonst eine gewisse Distanz zum Wolf gehabt. Weil es ist eigentlich völlig klar, entweder sein Schaf oder mein Schaf. Und die Frage muss man auch mal klären. Es ist im Grunde so eine Art auch eine schleichende Enteignung von den Weidetierhaltern. Und das halten wir nicht für richtig. Das waren die Fragen schon gewesen. Ich bedanke mich vielmals, Herr Hoffmann. Und dann hoffen wir, dass das, was Sie uns da gesagt haben, dass das später auch dann ankommt in der Politik und wirklich umgesetzt wird. Vielen Dank. Liegt jetzt am Wähler. Machen Sie die Freien Demokraten stark, dann wird's was. Das war Wolf Info aktuell. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, geben Sie uns doch einfach einen Daumen hoch und noch besser, abonnieren Sie unseren Kanal, dann verpassen Sie keines unserer weiteren Videos. Also denn, bitte geben Sie auf sich und wenn Sie haben, ganz besonders auf Ihre Tiere achten.